So, guten Abend, meine Damen und Herren. Denn ich bin da. Warum? Ich zeige euch es mal kurz. Denn das bin ich. Ich bin Benny. Warum bin ich hier, fragt ihr euch jetzt. Für was steht Tech oder was soll? Denn letzten Donnerstag war ja Retro. Thomas, das kann ich dir ganz genau erklären, denn wir haben gesagt, okay, wir machen Retro Station an den einen Donnerstag letzte Woche, nämlich da wir am diesen Samstag kein Retro Station haben, da wir in der Teamsitzung sitzen und deshalb dazu keine Sendung machen kann. Deshalb haben wir Retro Station deshalb da geschoben, weil Tech wir da nicht so viel Material gerade hatten. Aber jetzt bin ich da und mal gucken, ob wir irgendwas haben, ne? So, der Benny ist da in Tech. Warum? Ja, es geht ja die Grippe in Deutschland umher und ich habe jetzt hier meinen kompletten Sound ausgeschaltet und ich war so gerade hier so schön am Quatschen, ja, dann sagt mir Schulze, Dankeschön. Schulze kann nicht, warum? Tech ist heute nicht, denn sein. Und deshalb kann Schulze nicht die Sendung machen. Und deshalb habe ich gesagt, okay. Ich bin ja netter, ne? Ich mache gerne ja mal Tech, ne? Und Tech ist ja für mich auch so was ganz Besonderes, ne? Und einem wird denken, das quatscht denn der schon wieder so viel. Der quatscht so viel. Ist normal. Ich muss hier jetzt nämlich erstmal alles langsam und gemütlich raussuchen. Und viele werden jetzt denken, in Skype, die gerade nämlich mich wieder hören, was sabbelt der Benny wieder für einen Scheiß? Denn der Benny muss jetzt Schulze Sendung machen. Dankeschön. Danke, Schulze. Ich freue mich. Meine vierte Sendung diese Woche, die fünfte kommt am Freitag, also morgen. Ich freue mich. Ich habe ja auch keine Auslastung wieder. Es kommt mir so fast bekannt vor. Täglich News Show. Nein, das ist ein anderes Thema. Was machen wir heute in Tech? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was Schulze geplant hat. Sonst könnte ich ja an diesem Thema anknüpfen. Und sonst erfahrt ihr nur das Wichtigste. Jetzt gehen wir nämlich mal ganz schnell auf die Hardware-News, denn Tech ist ja auch was sehr Hardware-lastiges und ich sehe schon, es gibt wieder tonnenweise von Gaming-News, aber das ist ein anderes Thema. Denn Gaming-News interessiert uns gerade gar nicht. Uns interessiert Computer-News. So, und da haben wir mal was ganz Besonderes, nämlich heute mal rausgefunden. Ich habe heute mal schon ein bisschen geschrieben, was. Ja, Schulze freut sich jetzt. Danke. Danke, Schulze. Ich darf wieder deine Scheiße ausbaden. Naja, wir wünschen. Ich hab's nicht verstanden, aber schreib es lieber, damit du deine Stimme schonst. Ach so. Wir wünschen Schulze gute Besserung. Ne, gute Besserungswünsche könnt ihr gerne an diese E-Mail-Adresse schreiben. schulze@eplay-tv.de. Macht das Postfach voll. Macht es voll. Wir haben genug Platz. Ihr kriegt es bestimmt nicht voll. Ne? schulze@eplay-tv.de. Schöne Besserungen an Schulze wünschen. mir kommt das, glaube ich, so vor. Ich glaube, ich darf mich schon mal auf Samstag einstellen. Ach nee, Samstag fällt ja zum Glück aus. Da habe ich ja Schwein gehabt. Da habe ich ja Schwein gehabt, sonst hätte ich noch Retro Station machen müssen. Ja, nämlich Vodafone hat nämlich was ganz Interessantes. Meine Stimme ist immer noch kaputt. Vodafone hat nun bekannt gegeben. Oh, das ist schlimm, wenn Leute in Skype sind und dann auf einmal anfangen zu lachen. Das ist grausam. Ja, und Vodafone hat nun bekannt gegeben, ja, in 750 Städten soll es nun die neue VDSL-Technik geben. Nämlich 57 Städte, fragt ihr euch, das ist aber sehr wenig. Ja, bis Ende Sommer sollen nämlich knapp 4 Millionen Haushalte die neue Technik nämlich besitzen und eine maximale Bandbreite von maximal 50 Megabit pro Sekunde besitzen. Ein Sprecher von Unternehmen räumt aber tatsächlich ein, dass nicht alle Verteiler
der 7x50 Städte aufgerüstet werden können, aber es sei ja wesentlich noch ein kleiner Toast. 2700 Hauptverteiler sollen die Geschwindigkeit bekommen und das in einem Umkreis von circa einem Kilometer. Das ist ja mal was Besonderes, ne? 50 Mbit in 1 Kilometer Entfernung hast du 1,1, hast du verloren, da hast du nur noch DSL 6000. Dankeschön. Thomas, ich glaube, das solltest du nicht machen. Ich glaube, dann wird automatisch die E-Mail-Adresse geblockt von unserem System. Ich kann jetzt nicht ganz genau, aber ich denke es mir mal. Ja. Genau. Und eine flächendeckende Versorgung ist über das Glasfasernetz der Deutschen Telekom aber trotzdem noch verfügbar. Nämlich da wurde es im letzten Jahr noch bekannt gegeben worden, da hat nämlich ein Urteil gesprochen, nämlich von der Bundesnetzagentur, dass es theoretisch, aber auch nur theoretisch möglich ist, aber es noch nicht genau feststeht, denn das genaue Entgelt, was die Telekom dafür verlangen möchte, da sie ja dann ihre Leitung vermieten, steht leider noch nicht fest. Im März tatsächlich soll dieses dann entschieden werden und ich denke mal, da kommt so ein bestimmter Entgeltpreis von 5 Euro bestimmt. Ich kenne die Deutsche Telekom. Ich kenne sie langsam. Ja, ja, was gibt's hier noch Interessantes? Ich blick mal hier so ein bisschen durch die Hauptnews und ja, Microsoft-Mitarbeiter, Windows 8 kommt 2011. Hä? Viele werden sich jetzt sagen, hä? Was hat Microsoft da schon wieder geplant? Ja, nämlich ein Microsoft-Mitarbeiter namens Chris Green hat in seinem Weblog ausführlich Informationen zur Veröffentlichung des RTM, also, ne, zum kommenden Windows-System Codename 8 ausgeplaudert. Demnach sollen das Release to Manufacturing, also RTM, am 1. Juli 2011 erfolgen. Bislang war man von dem Start im Jahr 2012 ausgegangen. Ja, für viele werden es jetzt sagen, oh, Windows 8, ja, Windows 7 ist im Oktober 09 erschienen, ach du meine Güte. Der Mainstream-Support dafür endet laut Microsoft Zeitplan 2014. Dankeschön, ne? Und er hat auch eine schöne Grafik veröffentlicht. Und da die leider so klein ist, kann ich das nicht sehen, was da steht. Und so kann ich es euch nicht sagen. Schaut einfach mal auf die Seite zdnet.de. Da findet ihr die News, wenn ihr das euch nochmal genau durchlesen möchtet. Ne? Ja, was mache ich in Tech? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Naja, Strato dagegen ist so ein bisschen mehr gewappnet irgendwie. Denn Strato hat nun gesagt, okay, wir ändern mal was, nämlich eine Online-Festplatte bzw. Internet-Speicherplatz bieten sie an. Nämlich der Webhoster Strato, nicht Streta, oder Streto, wie Manni geschrieben hat vorhin, aber bevor ich es bearbeitet habe, Strete Homepage Award. Es war schon lustig, ich fand es richtig lustig. Und ja, der Webhoster Strato wandelt sich zum Dienstleister und Online-Speicher auf der CeBIT Preview in Hamburg stellt das Unternehmen HiDrive vor. Eine persönliche Festplatte im Netz für 100 GB Internet-Speicher werden rund 5 Euro fällig und 100 GB für 5 Euro. Also, da ist ja eine Festplatte noch deutlich teurer, ne? Aus meiner Sicht. Und wie das Ganze alles genau funktionieren soll, steht tatsächlich noch nicht genau so fest. Und ja, da gibt auch noch sehr viele weitere Informationen, nämlich schnelle Internetleitung ist dafür sinnvoll. Ich denke es mal nicht, ne? Aber wer es sich gerne machen möchte, ne? Internetspeicherplatz von Strato, ne? Wer braucht es? Ich brauche es eigentlich nicht, ne?
Ich habe eigentlich meine eigene. Ja, danke für diese News. Eigentlich wollte ich jetzt diese News haben, aber diese News ist nicht vorhanden. Hier ist sie vorhanden. Ah.